Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von QSO4U hilft. Ihr habt uns wieder eure Technikfragen, eure PC-Probleme geschickt bzw. geschildert und wir werden uns jetzt dieser Probleme annehmen. Wie der Achim. Der Achim hat uns eine Mail geschickt an redaktion@qso4u.com und hat ein OneDrive-Problem, also ein Microsoft OneDrive-Problem. Das werden wir gleich lösen. Vorher aber noch der Hinweis, ihr könnt natürlich auch größere Themen, größere Probleme in unsere QSO4U-Community posten. Da haben wir eben den Vorteil, wir können vieles vorher abklären, bevor es dann wirklich in die Sendung kommt und können euch damit vielleicht unter Umständen auch besser helfen. So viel der Werbeteil. Jetzt kommen wir zum Teil, wo wir euch eben helfen möchten. Das machen wir erstmal zu hier. Es geht ums OneDrive. Wo liegt genau das Problem? Beim Achim ist einfach das Problem, wenn er zum Beispiel in seinem OneDrive, das bootet auch mit Windows hoch, mit Windows 10. Er hat ein Upgrade gemacht von Windows 8.1 auf Windows 10, wie es ja viele jetzt machen mittlerweile, verständlicherweise. Und merkt jetzt auf einmal, mein OneDrive stürzt jedes Mal ab beim Booten, beziehungsweise es geht zwar ein paar Sekunden, aber wenn ich dann auf Einstellungen klicke, dann öffnet sich eben nicht wie hier dieser Dialog und ich kann Einstellungen verändern, sondern dann kommt OneDrive funktioniert nicht mehr. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, ich hatte das Problem auch schon mal, das ist aber dann durch einen Microsoft Patch gelöst worden. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, alle Patches natürlich einzuspielen und Windows 10 auf dem aktuellsten Stand zu halten. Es gibt allerdings noch zwei weitere Kniffe, die man anwenden kann. Deswegen gehen wir mal auf den Desktop. Ein Problemchen ist auch die Auflösung. Gerade bei etwas, also bei einem Notebook-Display gibt es da öfters mal Probleme. Deswegen gehen wir auf den Desktop und machen hier Rechtsklick Anzeigeeinstellungen. Und da achte mal drauf, was bei dir eingestellt ist als Skaliergröße. Hier können wir es jetzt nicht verändern, aber stell das Ganze mal vielleicht von 100 auf 125. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, wir haben eine virtuelle Maschine, eine virtualisierte Grafik, da können wir jetzt erstmal im Moment relativ wenig einstellen, außer ich melde mich mal neu an, das kann ich natürlich auch mal machen, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Könnte natürlich jetzt sein, dass ich die automatische Grafikeinstellungen von VMware da jetzt zerschieße, das werden wir aber gleich sehen. Und dann stell das Ganze mal von 100 auf 125 und speichere das mal ab, ob das dann bei dir geht. Ansonsten hätte ich noch einen anderen Kniff, der hat bei einem Bekannten, jetzt kann man es hier einstellen, genau, also auf 125, hat bei einem Bekannten von mir funktioniert das Ganze. Und wir brechen das aber jetzt mal ab. Ich finde das andere wesentlich schicker, deswegen hatte ich es so eingestellt. Bei einem Bekannten hat es auch funktioniert. Deswegen, wir werden jetzt einfach mal mit Windows R, also Windows-Taste R, das ausführen, den ausführen Dialog aufrufen und geben dort jetzt einfach mal 1% Local App Data Prozent Backslash, also der umgedrehte Schrägstrich Microsoft. Kann man mit Autocomplete auch vervollständigen. OneDrive, Backslash und dann OneDrive Exe und jetzt ein Leerzeichen, Slash Reset. Den Befehl, den gibt es natürlich nochmal unten im Artikel. Ganz klar. Enter. So, und jetzt werden die Einstellungen nochmal zurückgesetzt. Also das heißt, die zu synchronisierenden Ordner, die werden mit rausgenommen. Und es sollte dann eigentlich problemlos möglich sein, wieder zu synchronisieren. Das Ganze startet neu und man muss sich eventuell nochmal neu anmelden. Schauen wir hier mal in SysTray. Ansonsten kann man das OneDrive auch hier wieder aufrufen, damit das Ganze wieder startet. Ja, es braucht gerade noch ein bisschen. Und wenn alles nichts mehr hilft, dann einfach mal den Rechner neu booten. Aber hier kommt das. Ich bin mal wieder zu ungeduldig. Hier kommt das Ganze jetzt. Kommt erstmal der Dialog hier nicht angemeldet. Alles in Ordnung, alles Roger. Jetzt meldet er sich an, sucht nach Änderungen. Und jetzt ist mein OneDrive auch schon wieder funktionsfähig. Und man sieht hier auch, dass das OneDrive
aktuell ist. Jetzt sucht er nochmal nach Änderungen. Nein, es ist alles aktuell. Diese zwei Kniffe kann ich weitergeben. Es gibt aber noch was anderes, das man vielleicht auch beachten sollte. Man sollte nicht allzu lange Dateipfade verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt mein OneDrive sowieso schon mal in der Ordnerunterstruktur drin habe, das kann man ja einstellen, diesen Pfad, dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht zu lange Dateinamen bzw. Ordnerpfade habe. Also ich habe sehr oft gerade im Business-Bereich mit Leuten zu tun, die ganz gerne mal von der Word-Datei den kompletten Anreisetext oder sonst was in den Dateinamen packen. Das ist natürlich eine vollkommene falsche Verfahrensweise, wie man Dateien benennt. Das Problem ist allerdings nicht, dass es tun, das wäre mir als Admin relativ egal. Das Problem ist aber, Microsoft Windows unterstützt nur eine gewisse Länge an, ich meine, das waren 256 Zeichen, so lang darf maximal der Pfad sein. Also der Pfad bedeutet, für Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich überhaupt rede, wir gehen am besten mal hier in den Ordner eigene Bilder, da haben wir jetzt unsere Kurs Offer You Wallpaper zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier mal auf die Eigenschaften gehe, und dann sehe ich hier Ort C, Users, QSO for You, Pictures und da ist jetzt diese Datei drin, die IMG 3386. Und wenn dieser Pfad länger ist als 256 Zeichen, dann kann es zu Problemen führen. Sagen wir mal 250, das ist auch schon lang genug und da kann es eben Probleme geben. Es kann sein, dass im OneDrive selbst ist es wahrscheinlich relativ egal. Mich würde es auch mal interessieren, was Microsoft da für Server einsetzt. Vielleicht sitzen die da auf Linux. Bei Linux ist es übrigens egal oder nicht so wichtig. Linux ist allgemein, was sowas angeht, toleranter oftmals als Windows bei solchen Dateigeschichten. Aber das nur mal am Rande. Und da muss man eben darauf achten, dass der Dateipfad einfach nicht zu lang wird und dass kein riesen Rattenschwanz wird. Und es kann sein, dass es vielleicht auf PCA geht, weil ich da OneDrive in eine ganz andere Ordnerstruktur synchronisiere. Vielleicht unter D habe ich eine eigene Platte nur für meinen OneDrive. Und bei dem anderen Rechner, beim Laptop zum Beispiel, weil ich da keine zweite Festplatte drin habe, mache ich das unter C, Users, was weiß ich, Steffen, OneDrive. So, und dann wird der Pfad zu lang und dann funktioniert die Synchronisation nicht mehr. Das kann natürlich auch auftreten, dieses Problem. Deswegen, da sollte man vielleicht mal drauf achten. Außerdem sollte man natürlich auch darauf achten, dass man möglichst nicht zu wenig Speicherplatz hat. Das kann ja sein, dass zu wenig Speicherplatz auf dem System frei ist. Da sollte allerdings das OneDrive dann nicht abstürzen. Wie kriegt man sowas raus? Man geht in die Einstellungen auf Ordner wählen und man sieht hier, gut, jetzt ist hier nichts drin, aber ich würde sehen, wie viel die Dateien brauchen würden, wie viel Speicherplatz. Und ich kann dann entscheiden, okay, welche Ordner ich synchronisiere. Das würde ich euch auch empfehlen. Also das benutze ich auch ganz gerne, weil ich zum Beispiel OneDrive auf meinem PC verwende. Da habe ich alles synchronisiert, also alle Ordner in meinem OneDrive. Auf meinem Notebook habe ich allerdings hauptsächlich meine Dokumente, die da synchronisiert werden und meine kleineren Dateien, sage ich mal. Und das ist halt eben hier auch der Fall, sollte man vielleicht auch mal beachten, aber das sollte OneDrive nicht abstürzen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Achim, ansonsten schreibst du einfach nochmal oder postest das Ganze einfach in die QSO4U Community, die ich am Anfang gezeigt habe. Da können wir dann ein bisschen weiter diskutieren, weitere Sachen ausprobieren und mal gucken. Das wäre doch gelacht, wenn wir das Problem nicht behoben kriegen. Ansonsten, wie gesagt, schickt uns eure Fragen. Vielleicht habt ihr auch Fragen zu QSO4U direkt. Die beantworten wir natürlich auch gerne. Könnt ihr gerne stellen, da sind wir ganz offen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge in 2 Wochen schon wieder. Und nächste Woche kommt ein neuer Webtipp. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Da gibt es wieder interessante Themen. Und ansonsten macht's gut. Bis dahin, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.